Yo, Freunde, was geht ab? Gestern habe ich euch gefragt, ob ihr Bock habt auf ein Feuerwerk-Video im Dunkeln und ihr hattet sowas von Bock. Und deswegen geht's heute richtig ab. Ich habe keine Kosten und Mühe gespart. Alter, was ist mit dem Boden los? Schaut euch mal an, was das hier für Eisplatten sind. Der ganze Boden ist hier überall so vereist. Ja, heftig. Schaut euch das an, wir haben hier den ganzen Kofferraum einfach voll. Heute wird es richtig knallen, wir haben hier dicke Batterien, 50 mm Kaliber, ein paar Vulkane, Raketen, auch sehr viele fette Raketen, fette Bombenrohre, paar kleine Kugelbomben, also heute geht's richtig zur Sache, Freunde. Bevor es losgeht, für mehr Feuerwerk-Videos, Freunde, lasst einen Daumen hoch da. Und dann würde ich mal sagen, lasst sich's richtig knallen. Ich hoffe, das Ganze steigert nochmal eure Silvestervorfreude, falls man die überhaupt noch steigern kann. Wir starten mit 8 Batterien auf einmal, 2 Dumbums, hier ist eine von Panther dabei, alles Mögliche. Die sollten auf einmal in die Luft schießen. Ich glaube, das wird ein schönes Feuerwerk. Aimee wird das Ganze jetzt hier anzünden und ich hoffe, meine Kamera wird schön fokussieren. Oh yeah, es ist an. Wie du rennst. Und die Show kann beginnen. Oh, das war heftig, Freunde. Ah, 2 Batterien haben überlebt. Halb so wild. Es geht weiter mit 50 mm Kaliber, 16 Schuss, Pandora, richtig dickes Ding. Boah, ist einfach so windig, glatt und kalt. Und ich habe meine Handschuhe vergessen. Nicht so geil. Aimee zündet den Schinken an. Okay, er brennt, wie es aussieht. Oh yeah, das ist geil. Genau so wollte ich es haben, sehr praktisch. Jetzt kann ich hier nämlich dieses fette römische Licht, nee, Spaß, das ist so ein Bombenrohr mit 8 Schuss. Jetzt kann ich das nämlich schön hier reinstellen und wir zünden das Ding an. Jawohl, es ist an, so muss das sein. Oh yeah. Sehr schön für zwischendurch. Und auch richtig geil, dass es verschiedene Effekte sind. Jo, schön, schön. Komm, machen wir weiter mit ein paar Raketen. Erstmal eine kleine. Jo. Jetzt eine etwas größere, die Limited Edition von Classic. Ey, wo ist sie hin? Da. Was für ein Knall, Freunde. Die nächste ist hier diese King Kong Rocket. Auch dickes Ding. Let's go. Zünden wir direkt an. Oh, geil. Das Ganze können wir nochmal steigern, noch eine fettere Big Rocket, die silberne davon. Geiler Effekt und auch sehr geiler Knall. Das Bombenrohr habe ich hier neu, dieses Jahr noch gar nicht angezündet. Triple Dumbum. Es wird Zeit. 3 Schuss, 30 mm. Wir zünden. Ja. Okay. Yeah.
Oh. Ich hab sie nicht drauf bekommen. Verdammt. Aber ihr habt's gehört. Machen eh nicht einen krassen Effekt oder so, sondern knallen nur. Und direkt die nächsten Bombenrohre, hier auch von Classic Limited Edition. Die machen wir auf die Seite. Und das zünden wir jetzt an. Ja, nicht so laut, aber schöner Effekt. Komm, die anderen drei zünden wir auch an. Oh, ich muss weiter weggehen. Das kriegt den Effekt nicht drauf. Jetzt aber. Jawohl. Und das letzte davon. Oh, haben auch übrigens alle andere Effekte, glaube ich. Der war richtig schön. Nächste Batterie für heute, The Moon Destroyer. 66 Schuss. Unterschiedliches Kaliber. Oh, auf die habe ich so lange gewartet. Ich hoffe, die wird richtig geil sein. Aimi zündet. Jawohl, sehr schön. Oh wow, die Batterie war auf jeden Fall sehr silvestertauglich, sehr, sehr geil und ich finde, man hat sehr schön gehört, wie unterschiedlich laut die ganzen Kaliber sind. Also ich hoffe, ihr konntet das genauso gut hören und auch sehen wie ich. Es war sehr, sehr wild. Kalaschnikow 20 habe ich auch mitgenommen, für zwischendurch optimal. Let's go. Jetzt im Vergleich zu den fetten Batterien ist das natürlich nicht so spaßig, ne? Und jetzt zünden wir hier zweimal Limited Edition, auch von Classic Vulkane, 5 Meter. Die machen wir jetzt aber beide auf einmal. Jawohl, das wird schön. Alter, wenn man die zusammen anzündet, ballert das richtig. Ich habe die unterschätzt. Weiter geht's mit den nächsten Raketen. Erstmal hier eine schöne, kleine, süße Scream Rocket. Und sie brennt. Und gleich hebt sie ab. Oh, schon laut für so ein kleines Teil. Die nächste Rakete ist wieder ein richtig dickes Ding. Bazooka, yeah, let's go! Sie brennt und Aimi rennt. Wow.
Oh. Junge, Junge, wo ist die denn hingeflogen, ey? Ich glaube, die Rakete braucht ein Navigationssystem. Jetzt ist hier an der Reihe Big Rocket, richtig fett, die blaue. Sie ist an, Navigationssystem auch eingeschaltet. Boah, wie das schallt, ey. Einfach nur krank. Schaut euch das an. 50 mm Bombenrohre. Zwei Stück haben wir aufgestellt. Verschiedene Effekte. Waren ganze Zeit nicht auf Lager. Endlich habe ich welche bekommen. Ich bin gespannt, wie schön die sein werden. Nummer 1 ist an. Wow. Geil. Nummer 2 ist auch an. Oh yeah. Geil. Und wie ist eigentlich so viel zu rennen? Geil, tut mir mal ganz gut, oder? Ich glaube, jetzt wird es wieder richtig wild. Power King, 48 mm Kaliber, 25 Schuss. Das wird so ballern, ey. Auf jeden Fall sieht die heftig böse aus. Die wundervolle Amy hat gezündet. Oh, ich habe so Angst, dass sie hinfällt, ey. Boah, geil! Aber ich glaube, wir haben die von der falschen Seite angezündet, weil da kamen 5 Schuss auf einmal am Anfang, aber es war geil. Monsterfontäne habe ich hier auch mitgenommen, 110 Sekunden Brenndauer. Also die von Classic, die fand ich besser, waren größer, lauter. Aber die für zwischendurch, ja, ist auch okay, ne? Kann man sich nicht beschweren. Hat man lange mit Spaß auf jeden Fall. Ein bisschen zu lange für meinen Geschmack. Diese zwei schönen Röhren, beide auf einmal, also insgesamt 16 Schuss. Jo. Jawoll, das war schön. Und weil es so schön war, Freunde, hier nochmal eine richtig schöne, fette Rakete, ey. Oh, sieh's an. Ja, kann man mal machen. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Jetzt 12 kleine Kugelbomben auf einmal angezündet. Die ganze Packung, das wird wild. Jetzt geht's ab. Oh, das war sowas von wild. Oh,
Oh, Freunde, was soll ich dazu noch sagen? Uns hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht. An dieser Stelle muss ich Amy loben. Sie hat wirklich sehr gut angezündet. Ich hoffe, dieses extreme Video hat euch extrem gut gefallen. Hier könnt ihr euch zwei weitere Videos anschauen und ich hoffe, eure Silvestervorfreude wurde dadurch gesteigert. Wir sehen uns vielleicht morgen wieder. Ich weiß nicht. Peace. Peace.